Guck mal hier, das sind die Messergebnisse von 10 Copilot Plus Notebooks, die wir ausführlich getestet haben. Und ja, da kann man wirklich von einer Erschütterung der Macht sprechen. Die Teile sind nämlich nicht nur ein bisschen effizienter als die meisten bisherigen Windows Notebooks, sondern die sind viel effizienter. Guck mal, hier oben sind die Copilot Plus Geräte, hier unten die Mitbewerber. Ja, und blenden wir hier unten mal die MacBooks aus und konzentrieren uns auf die Laufzeit bei Last. Ja, da halten alle Copilot Plus Notebooks mindestens 3 Stunden durch. Und das ist auch wirklich Last, das ist nämlich der Benchmark 3D Mark in Dauerschleife. Ja, und die Konkurrenz mit Intel oder AMD CPU, die schafft nur zwischen 1,2 und 2,6 Stunden. Und das Krasse daran, die Leistung, hier zum Beispiel der Cinebench Benchmark, ist meist mindestens genauso gut, oft sogar besser als die AMD und Intel Geräte. In diesem Video stelle ich euch die 10 Notebooks etwas genauer vor und erkläre, ob es in der Praxis vielleicht noch Nachteile gibt. Denn schließlich setzen die Copilot Plus Geräte auf eine ganz andere Prozessorarchitektur als bisherige Windows Geräte, nämlich ARM statt x86. Außerdem beantworte ich noch ein paar Fragen zu den Notebooks, die ihr uns bei unserem ersten Video zum Thema gestellt habt. Bleibt dran! Hallo, ihr Hacker in die Internet-Surfer. Herzlich willkommen hier. Ja, aber was nützen jetzt die dollsten Copilot-Notebooks, wenn es kein Internet gibt? Ja, da hilft der Comcase der Thomas Grenn AG, der Sponsor dieses Videos. Der Comcase ist ein Notfall-Kommunikationskoffer, mit dem man auch unter schwierigen Bedingungen die Internetversorgung aufrechterhalten kann. Das Ganze funktioniert so, dass der eingebaute Industrial Router das Mobilfunk-Internet über 4G oder 5G einfängt und über LAN oder WLAN weitergibt. Im Vergleich zu Consumer-Hardware bietet der Comcase viele Vorteile. So kann man ihn zum Beispiel in einem Temperaturbereich von minus 20 bis plus 75 Grad einsetzen. Auch ziemlich besonders, die Stromversorgung des 6-Watt-Routers läuft über gängige 18-Volt-Akkus. Hier in diesem Fall sind es Makita-Akkus, aber es gibt auch Adapter für Bosch, Metabo, Einhell und so weiter. Je nach Akkukapazität beträgt die Laufzeit des Comcase bis zu 24 Stunden. Vorteil des Akkubetriebs ist, dass dadurch die jährliche DGUV-Prüfung nicht nötig ist, anders als bei Netzanschluss. Der ist aber auch möglich. Und anders als bei Smartphones kann man an den Comcase externe Antennen anschließen, einmal für Mobilfunk und auch für WLAN. So lässt sich also auch in netztechnisch problematischen Umgebungen noch was rausholen. Mehr Infos zum Comcase findet ihr auf der Thomas Krenn Website. Link ist in der Beschreibung oder hier im QR-Code. Werbung Ende. Also nochmal kurze Zusammenfassung, um was es hier überhaupt geht. Letzten Monat sind ein ganzer Haufen Notebooks rausgekommen, die alle die neuen Snapdragon X-Prozessoren von Qualcomm nutzen. Wem das jetzt nichts sagt, ihr habt Snapdragon wahrscheinlich schon mal im Kontext von Smartphones gehört. Und ja genau, das ist die gleiche Architektur, nämlich ARM. Ja, und bis vor kurzem konnte man das eigentlich so zusammenfassen. Ja, Handys und Tablets nutzen ARM, Computer nutzen x86. Also x86, die Mikroprozessor-Architektur, die Intel vor 45 Jahren erfunden hat. Kleines Infobröckchen am Rande. Der erste Mikroprozessor, der in Serie gefertigt wurde, war 1971 der Intel 4004. 4004? 3003? Merkt ihr, ne? Ja, ja, aber das ist nur eine der vielen Inspirationen, die uns auf den Namen dieses Channels hier gebracht haben. Die anderen, denke ich mir, erzähle ich euch ein andern Mal. Also, jahrzehntelang liefen Computer primär mit x86, bis Apple dann ab Ende 2020 anfing, eigene ARM-Chips in ihre Rechner einzubauen. Apple Silicon haben die es genannt und die Prozessoren hießen M1, M2, M3 und so weiter. Ja, und die Dinger, die haben wirklich so einen richtigen Rums in der Notebook-Welt verursacht. Denn die Leistung und Akkulaufzeit waren im Vergleich zu vielen x86 Windows-Notebooks nicht nur besser, sondern wirklich eine ganz andere Sportart. Da hatten wir auch schon Videos dazu gemacht. So, jetzt spulen wir mal 3,5 Jahre vor und jetzt gibt es ARM auch in Windows-Notebooks. Also das gab es immer mal wieder vorher schon, so nicht. Also Windows läuft schon lange auf ARM, aber das war nie wirklich konkurrenzfähig. Jetzt ist das aber schon konkurrenzfähig. Und wie? Ihr habt ja wahrscheinlich schon unser erstes Video zum Thema gesehen. Da hatten wir das Microsoft Surface 7 15 Zoll getestet. Da ging es ja viel um die, sagen wir mal, eher enttäuschenden KI-Copilot-Funktionen.
Funktionen in Windows. Und deshalb klammere ich das KI-Thema in diesem Video mal aus. Dazu ist ja eigentlich alles gesagt. Also wichtig ist nur, alle in diesem Video hier vorgestellten Rechner haben so eine sogenannte Neural Processing Unit, also einen KI-Prozessor, mit dem man diverses KI-Zeug beschleunigen kann. Aber bislang gibt es da halt wenig Sinnvolles. Mal sehen, wie das in Zukunft wird. Wichtig ist aber ja bei den Notebooks vor allem, wie performen die Dinger heutzutage schon im Alltag. Und da muss man einfach sagen, machen die super. Vor allem die Akkulaufzeiten, die sind einfach richtig gut. Über 34 Stunden bei ruhendem Desktop und mit eingeschaltetem Display bei 100 Candela pro Quadratmeter haben wir zum Beispiel bei dem Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 gemessen. Die Gen 4 Version des T14s ThinkPads, die wir Ende 2023 getestet haben, mit AMD Ryzen 7 Pro 7840U, die hat weniger als halb so lange durchgehalten. Man sieht es allerdings hier in der Benchmark-Tabelle der Snapdragon X-Geräte. Das ThinkPad erreicht im Cinebench Multicore nur 601 Punkte. Die Konkurrenz mit dem gleichen Prozessor kommt auf bis zu 950 Punkte. Also zum Beispiel das Asus VivoBook S15. Ja, aber der Grund dafür sind einfach nur die unterschiedlichen Kühlphilosophien. Also Lenovo will, dass das ThinkPad im Standardmodus leise bleibt. Statt also den Lüfter hochzudrehen, wird der Takt an einfach runtergedreht. Asus macht das halt umgekehrt. Lüfter lauter, damit der Prozessor nicht drosseln muss. Aber wie gesagt, wir reden hier nur vom Standardmodus. Man kann das in Windows einfach umstellen und dann selbst entscheiden, ob man lieber maximale Geschwindigkeit oder es eben ruhiger haben will. Generell gilt für alle Snapdragon X CPUs, die gefühlte Schwupptizität ist super gut. Vor allem, wenn das Notebooks sind, die ein 120 Hz Display eingebaut haben. Das waren in unserem Testfeld alle, bis auf Lenovo Yoga Slim 7X mit 90 Hz Display, HP Omnibook X AI 14 und dem Lenovo ThinkPad T13s Gen 6, die haben nur ein 60 Hz Display. Es gibt aber ohnehin die meisten Modelle auch mit unterschiedlichen Bildschirmkonfigurationen. Ich persönlich würde da auf jeden Fall mehr als 60 Hz empfehlen, weil sich das einfach geschmeidiger anfühlt. Ich habe allerdings schon Leute gesehen, die meinen, sie nehmen da keinen Unterschied wahr, also am besten ausprobieren. Ich persönlich will nur noch so arbeiten. Dass das ThinkPad so heftige Akkulaufzeiten schafft, hat allerdings vor allem mit diesem langsameren Display zu tun. Das ist nämlich so ein Low-Power-Panel, das halt ja Strom spart. Es gibt das Gerät auch mit 120 Hz OLED. OLEDs sehen meiner Meinung nach viel schöner aus. Das geht aber auch auf Kosten der Leistung. Also wenn man so ein OLED hat, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, möglichst dunkle Bildschirminhalte zu verwenden. Also Windows immer im Dark Mode betreiben. Weil OLEDs haben eine höhere Leistungsaufnahme, wenn sie weiß anzeigen, als wenn sie schwarz anzeigen. Apropos OLED, so ein OLED-Display haben 5 der 10 Testgeräte. Ja, und die Vorteile kennt ihr ja wahrscheinlich. Also richtig farbstark, nicht blickwinkelabhängig und vor allem ein super dunkles Schwarz. Allerdings sind alle OLEDs im Test spiegelnd. Matte Bildschirme hatten nur das ThinkPad und der Dell XPS 13. Achso ja, alle Displays haben das etwas höhere, also das etwas höhere 3:2 bzw. 16:10 Format. Nur das Asus VivoBook kommt mit 16:9 Display. So, wo wir hier schon bei Nummern sind, Qualcomm hat sich dafür die Prozessoren so ein Typbezeichnungszahlenchaos ausgedacht, dass ich zumindest kurz einmal böse gucken muss. Also, das Topmodell ist der Snapdragon X Elite X1E 8400. Der X Elite X1E 8000 ist bei den Taktraten etwas abgespeckt. Ja, und der X1E 7800 ist eigentlich genau wie der 80er, hat aber keinen Single-Threading-Boost. Ja, und last but not least gibt es den Snapdragon X Plus, also nicht Elite, X1P 6400. Der ist wie der Elite 78er, hat aber nur 10 statt 12 CPU-Kerne. Alle vier haben die gleiche NPU, also die ist gleich leistungsstark, aber die GPU ist beim 100er mit 4,6 Teraflops etwas leistungsstärker als bei den anderen dreien, deren GPU wird mit 3,8 Teraflops angegeben. So, und jetzt nochmal kurz zur Leistung. Also die sind alle wirklich schnell, also wirklich schnell. Guck mal, also beim Cinebench Multicore, da kratzt der XPS 13 an den 1000 Punkten. So was gab es bislang einfach nicht bei so kompakten Notebooks wie bei uns im Test, sondern da musste man dann schon so ein fetteres Gaming-Notebook nehmen mit viel lauteren Lüftern und viel höherer Leistungsaufnahme. So, aber wir haben ja bislang nur von der CPU-Leistung gesprochen, noch nicht
von der GPU-Leistung. Und da muss man nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die GPU-Leistung ist unterdurchschnittlich. Also zum Beispiel schaffen die ja allesamt aktiv gekühlten Snapdragon-Notebooks sogar deutlich weniger Grafikleistung als das passiv gekühlte MacBook Air mit M3-Prozessor. Ja, und so spezielle Gaming-Notebooks, die spielen ja sowieso in einer ganz anderen Liga als die Snapdragons hier. Also wenn es euch um Gaming geht, dann solltet ihr zumindest um die erste Snapdragon X-Generation einen Bogen machen. Das heißt aber nicht, dass man gar nicht spielen kann. Also gerade ältere Spiele laufen oft echt okay. Also Fallout 4 zum Beispiel konnte ich mit vollen Details flüssig spielen. Aber leider ist oft gar nicht die Geschwindigkeit das Problem, sondern oft laufen die Spiele gar nicht. Vor allem Titel, die so Anti-Cheat- bzw. Kopierschutz-Software mitbringen. Da gibt es oft Probleme, weil solche Software ganz eng an der Hardware läuft. Und ja, wenn die nicht angepasst ist an ARM, dann klappt das einfach nicht. Spiele, die gar nicht laufen, sind zum Beispiel Fortnite, Valorant, PUBG, Counter-Strike 2, Warframe, Diablo 4 und Elden Ring. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Anti-Cheat-Software und diese Kopierschutzdinger an ARM angepasst werden. Und dann sollten die Sachen auch funktionieren. So, und hier könnte ich auch direkt mal eine Frage von euch beantworten. Die lautet nämlich, gibt es für die Windows-ARM-Computer einen x86-Emulator wie bei Apple mit Rosetta? Ja, genau so ist das. Da läuft ein Emulator im Hintergrund, der sofort aktiv wird, wenn man eine x86-Software startet. Und diesen Emulator, da merkt man gar nicht, dass er aktiv wird. Also das ist jetzt nicht so, dass da dann erstmal Starte Emulator oder so steht, sondern das funktioniert einfach. Ob da jetzt gerade x86 oder ARM-Software läuft, das sieht man übrigens nur im Taskmanager. Ansonsten kriegt man das gar nicht mit. Wie viel Prozent Leistung der Emulator kostet, das kann man leider nicht so pauschal sagen. Das ist sehr unterschiedlich, aber zweistellig ist es in den meisten Fällen schon. Es ist aber gar nicht so ein großes Problem, weil die Dinger so schnell sind, dass der Emulatorverlust gar nicht ins Gewicht fällt. Ja, und es fühlt sich dann trotz Emulation oft schneller an als bei vielen x86-Notebooks. Ja, und apropos Emulation, ihr hattet auch gefragt, ob da auch richtig alte Software drauf läuft. Und ja, also ich habe da 20 Jahre alte Exe-Dateien aufrufen können, problemlos. Und auch spezielle Software klappt. Wir haben zum Beispiel die Banking-Anwendung Star Money 14 erfolgreich ausprobiert, sogar mit Smart Card Reader. Für den, also das war ein CyberJack RFID, gab es zwar keinen ARM-kompatiblen Treiber per Windows-Update, aber auf der Website vom Hersteller Rainer SCT konnte man einen runterladen. Die Netzwerkdrucker und Scanner, die wir ausprobiert haben, ja, die haben auch funktioniert, die druckten und scannten alle. Was allerdings nicht lief, die Google Drive App, aber das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Genauso wie die ARM-Version von Adobe Premiere, die ist ja auch schon angekündigt. Ja, und das Schnittprogramm DaVinci Resolve funktioniert sogar schon seit Version 19 explizit mit den Snapdragon Xen. Euch hatte auch noch interessiert, ob die Notebooks aufrüstbar sind, also ob das wie bei Apple alles hart verlötet ist oder ob man da was Neues reinstecken kann. Zumindest habe ich da eine halbgute Nachricht für euch. Der Arbeitsspeicher ist zwar überall aufgelötet, aber die SSDs könnt ihr bei den meisten Geräten austauschen. Guck mal, Microsoft hat das sogar in einem eigenen Video erklärt, wie das geht. Nur bei den beiden Samsung Notebooks, da ist der Flashspeicher wie bei Apple aufgelötet. Die lassen sich also nicht aufrüsten. Ja, was viele von euch auch kommentiert haben, dass sie gerne Linux installieren würden, weil sie gerne ein effizientes Linux-Notebook mit langer Akkulaufzeit hätten und sie auch genervt sind von den ganzen Windows-Sperenzien, Stichwort Recall und so. Ja, und da muss ich euch zumindest jetzt noch enttäuschen. Der aktuelle Linux-Kernel unterstützt zwar explizit die Snapdragon X-Prozessoren, aber bislang funktioniert das alles mehr schlecht als recht, beziehungsweise gar nicht. Ich habe bislang jedenfalls noch keinen Linux-Desktop zum Laufen bekommen und wenn ich mir so Meldungen angucke, dass da jetzt Linux-Patches rauskommen, die komplette GPU-Einheit der Snapdragons deaktivieren, ja, das hört sich für mich so an, als würde das nur ziemlich lange dauern, bis das alles smooth funktioniert. Mein Fazit. Der Intel-Gründer Andy Grove soll ja Anfang der 90er Jahre in einem Meeting mal so eine Zeichnung gemacht haben. In der Mitte so eine Burg. Das sollte Intels Profitabilität sein. Und da drumrum so ein Burggraben, der die Burg beschützen soll. Und das sollte die x86-Architektur sein. Ich sag jetzt mal so, ich wäre mir da nicht so sicher, dass der Burggraben noch so lange hält. Also die x86-Fraktion reagiert da jetzt gerade natürlich und arbeitet dran, das alles effizienter zu machen. Es kommt jetzt auch bald Zen 5.
5 von AMD. Das könnte nochmal aufregend werden. Aber mal gucken, ob das in Sachen Effizienz den Snapdragons wirklich Konkurrenz machen kann. Sogar der durchaus sehr kritische CT-Notebook-Experte Florian Müßig hat sich in seinem Test richtig aus dem Fenster gelehnt. Er meint nämlich, dass die neue Windows-on-ARM-Hardware so attraktiv ist, dass sie viel mehr Verbreitung finden wird als bisherige ARM-Rechner und Hard- und Softwareentwickler auf jeden Fall nachziehen müssen. Das wird vielleicht nicht so schnell passieren wie im Apple-Kosmos, aber Windows on ARM lässt endlich die Phase hinter sich, wo es weder Henne noch Ei gab. Das sehe ich ganz genauso. Achso, und wenn ihr euch jetzt konkrete Geräteempfehlungen der 10 Testkandidaten wünscht, da muss ich euch leider enttäuschen, denn das ist auf jeden Fall eine ziemliche Geschmackssache. Also will man lieber ein spiegelndes Display, will man lieber ein mattes, findet man OLED wichtig, ist einem so ein leises Betriebsgeräusch wichtig, ist einem das egal, man will absolute Performance. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, die beiden Samsung-Geräte sind am leisesten von allen, gehören aber auch zu den teuersten Modellen und am preisgünstigsten kommt man zurzeit mit dem Microsoft Surface Laptop 7 13,8 Zoll an so einem Copilot Plus Notebook. Der kostet 1200 Euro. Für alle anderen Geräte muss man mindestens 100 Euro mehr bezahlen. Ja, und wenn euch das alles noch zu teuer ist, dann könnt ihr noch bis Herbst warten. Dann kommen nämlich die günstigeren Snapdragon X Ableger mit weniger Kernen, nämlich maximal 8 Kernen. Da wird es dann auch Geräte unter 1000 Euro geben. Die werden dann auch deutlich massenmarkttauglicher. Was meint ihr? Habt ihr da Bock drauf? Interessieren euch die Teile überhaupt oder ist das alles Teufelszeug für euch? Gerne in die Kommentare schreiben und abonnieren natürlich und tschüss.